Hallo und willkommen zurück hier zu Tekkit Light. Das letzte Mal haben wir eine ziemlich erfolgreiche Minenoperation hinter uns. Und ihr seht, ich bin immer noch hier in den Katakomben unterwegs. Und oh, Zinn, das letzte Mal haben wir ja Zinn gebraucht und Zinn gefunden. Und finden noch mehr Zinn. Also, ich glaube, ich buddel hier gerade mehr Ressourcen raus als in allen Videos zusammen bis jetzt. Aber... ja, soll mich jetzt nicht stören. Ja, mein Plan ist es eigentlich, nach oben zu kommen. Aber irgendwie bin ich hier gerade im Goldrausch und will alles mitnehmen. Wer weiß, wann ich das nächste Mal hier runterkomme. Ach, so viel Uran überall. Das ist... das sieht auch sehr abenteuerlich aus, aber das ist dieser große Graben, den wir das letzte Mal schon gesehen haben. Das heißt, ich bin jetzt unten angekommen. Aber gut. Ich sollte mir vielleicht mal Essentials oder irgendwas installieren für den kleinen Home-Befehl. Aber ja, das kriegen wir schon hin. So, jetzt will ich nur noch nach oben und nutze dazu jetzt mal die Kraft des Wassers, wenn er mich denn lässt. So, oben angekommen. Gibt es mehr Zinn, das ich natürlich mitnehme. Also, man braucht auch keine Sorgen, muss jetzt haben. Ich habe von allem eigentlich noch genug dabei. Das Inventar hat auch noch genug Platz. Ich kann es mir eigentlich schon erlauben, Sachen liegen zu lassen gerade. So, jetzt suche ich mir aber den Weg nach oben. Das sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Zumindest geht's ja nach oben. Aber so viele Kohleadern. Das ist Wahnsinn. Ihr seht, da sind noch viel mehr. Und da ist... oh, dort Zinn. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. So, weiter nach oben. So viel Kohle, das ist einfach nur unglaublich. Und ich kann sie auch nicht liegen lassen, es geht einfach nicht. Ich versuche schon so viel wie möglich an Sachen vorbeizulaufen, aber es geht einfach nicht. So, okay, das war auf jeden Fall nicht die korrekte Richtung nach oben. Also kommt jetzt wieder Treppenbauprinzip. Und irgendwo in der Höhle des Bösen werden wir sicher ankommen. Ihr seht das hier oben auf der Karte. Da ist schon der Berg und man erkennt ein paar Strukturen. Wenn ich Glück habe, könnte ich irgendeinen Minenschacht erreichen. Und müsste dann nicht den ganzen Weg nur nach oben buddeln. Ah, hier gibt es wieder ein paar schöne Rohstoffe. Die ignoriere ich jetzt aber, außer es liegt in meinem direkten Buddelweg oder es wäre was total Wertvolles oder Zinn. Denn ich will nach oben. Ah, da liegt doch wieder was auf dem Weg. Also, ich muss sagen, die Runde lohnt sich echt gerade. So, der erste Kiesblock
Also kann es ja nicht mehr weit sein. Ja, schon hier mit Kies erschlagen werden. Und Erde ohne Ende. Also kann es im Prinzip nicht mehr weit sein. Und, oh, jetzt muss es schnell gehen. Scheiße. komm schon. Denn ich bin notgewassert. Oh, nach oben, nach oben, nach oben. Oh. Okay, und habe jetzt den gesamten Tunnel da unten wahrscheinlich geflutet und mache hier darum erstmal einen Stopfen drauf. So. Knapp dem Tod entronnen. Suche ich mal die Höhle des Bösen. Die Höhle des Bösen, natürlich die Höhle des Bösen. Die, hier ist. Ich muss nur hinkommen. Oh, hoppala. Das, wenn wir schon mal da sind, können wir ja hier ein bisschen auskleiden. Wunderbar. So, fast haben wir es geschafft. Da ist auch schon unser schöner Haupteingang. Und jetzt wird mal die Bestandsaufnahme gemacht. Was denn alles Nützliches mit dabei gekommen ist. So, jetzt werde ich aber erstmal hier weiter das Eisenerz verbraten. Das ganze Staubzeug muss endlich in die Barren gepresst werden. Oh! Die nächste Kammelsontruhe ist voll. Das ist, schlecht. Ich hoffe, ich habe noch Truhen. Ich brauche endlich eine Void Pipe. Ich guck auch gleich mal. Ah, nicht die Dinger wegwerfen. Na, komm. Aber mit der Void Pipe könnte ich dann wenigstens das überschüssige Cobblestone vernichten. Und ich lege jetzt auch erstmal hier alles Cobblestone rein. Oh je. Yeah. Für Erde ist noch mehr als genug Platz. So, jetzt muss ich gerade mal mein Inventar sortieren, dass ich schnellstmöglich Cobblestone hier rauspumpen kann und es einfach nur da reinpacke. Ihr seht auch, mit was für einer Geschwindigkeit da wieder Nachschub reinjagt. Hoppala. So. Na, jetzt ist ja schon fast die Cobblestone-Geschichte hier ein bisschen entlastet. Ja, da geht noch ein bisschen was. So, ist voll. Dann kann jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Kabel reinfliegen. Und ich kümmere mich jetzt hier drum. Genau, ich wollte mal schauen, nach der Void Pipe. Das ist dieses schöne Ding. Da brauche ich einen Inksack. Den werde ich mir cheaten müssen. Denn ich habe ja keine Tiere aktiviert. Oder? Kommen die aus den Tintenfischen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Habe ich die? Ich weiß es auch nicht. Da schaue ich dann doch erstmal nach. Blablabla. Was wollte ich jetzt tun? Ich bin gerade desorientiert. Ah ja, genau.
Bestandsaufnahme. So, hier seht ihr, hier ist ja auch Cobblestone drin. Den nehme ich dann gerade mal raus. Der muss dann leider auch hier rein und wieder eine Menge Platz wegnehmen. Und ich setze mal hier gerade noch eine Kiste hin und mache hier die Kieskiste draus. Auch da wird natürlich später alles ein bisschen effizienter gestaltet, aber es dient jetzt gerade erstmal der Übersicht. So, was haben wir denn hier alles Nettes drin? Kupfererz, ja jetzt kommt hier Zinnerz rein. Das ist klar. So, ich nehme jetzt gerade mal alles von Wert hier raus. Das war alles. Und baue jetzt gerade mal um. So, der ganze Sand soll jetzt auch mal hier raus. Denn in die Kiste packe ich jetzt gerade mal sämtliche Rohstoffe ein, die ich finden kann, damit ich mal ein bisschen Übersicht bekomme. Was habe ich denn eigentlich? So, hier jetzt gerade alles raus. Alles von Wert rein. Also man könnte auch sagen, ich mache gerade so eine kleine Inventur. So, okay, nichts übersehen. Der Staub zählt natürlich auch dazu. Ich hoffe, die Kiste reicht. Das sieht ja gerade doch mehr aus als erwartet. Notfalls muss ich halt anfangen, zu raffinieren. Aber das scheint dann doch alles gewesen sein. Gewesen zu sein. Voilà, da habe ich noch zwei. Passt ja perfekt da rein. So. Dann wäre jetzt angesagt, einfach nur alles zusammenzuschmelzen. Ich gucke gerade auch mal nach den Upgrades für die Maschinen. Aber ich glaube, die waren teuer. Vor allem scheinen die sich hier auch verändert zu haben. Denn ich weiß gerade ehrlich gesagt, ach, das hier sind die normalen Upgrades. So, Overclocker Upgrade. Gut, die kann ich mir definitiv nicht leisten. Also wäre es die Möglichkeit, einfach mehr Maschinen hinzubauen. Angefangen bei dem Makreator. Oder vielleicht einfach mal den schnelleren hinzustellen. Aber wir wollen ja klein anfangen. Da brauche ich einfach nur einen Maschinenblock, der mit raffiniertem Eisen. Also mache ich mir gerade erstmal raffiniertes Eisen. Was brauche ich noch dafür? Cobblestone haben wir ohne Ende, Flint haben wir auch. Und der elektrische Schaltkreis, ja, der ist auch schnell gemacht. Dann hätte ich nämlich quasi direkt die Leistung verdoppelt, mit der ich Ressourcen hier bearbeiten kann. Hoppala, da hatte ich gerade einen kleinen Ruckler. So, dann schauen wir doch mal. Der Maschinenblock einmal rundherum. Als nächstes zwei Cobblestone, drei Flint. Drei Flint. Cobblestone habe ich ja mehr als genug. Und jetzt noch den Schaltkreis. Ich hoffe, ich krieg's ausnahmsweise mal richtig hin, ohne es sofort zu vergessen zu haben. Irgendwo müssen da noch Kabel rumfliegen. Jetzt sag nicht, ich habe schon wieder keine Kabel mehr.
Ich habe nur eben welche gesehen. Ah, ich glaube, ich werde langsam wahnsinnig. Okay, keine Kabel mehr. Das heißt, erstmal Kabel. Also Kupfer habe ich netterweise noch genug. Hoppala. Rubber habe ich auch noch genug. Dann machen wir mal Kabel. Und zwar direkt in der Massenversion. So. Gut, ich habe schon wieder nichts auf die Uhr geachtet. Ich gucke jetzt, dass ich jetzt noch den Schaltkreis schnell zusammensetze. Aber ich habe schon wieder vergessen. Okay, habe ich alles dabei? Ja. So. Ich baue jetzt auch direkt mal 3 Schaltkreise. Wenn schon, denn schon. Wunderbar. Das ganze Ding mache ich jetzt noch im Turbo-Modus. Schnell, schnell, schnell alles zusammenbauen. So, der zweite Mac-Reaktor. Der dann jetzt natürlich hier hingestellt wird. Auch ordentlich am Laden ist. Und hier packe ich gerade mal die anderen Sachen rein. Und besorge mir jetzt meinen Zinnerzblock. Und habe somit zumindest schon mal meine Staubproduktion verdoppelt. Oh, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gequatscht habe. Also wie immer, vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.